Eine wundervolle Idee, Patrick hier im Rahmen meiner Analog-Fotografie-Videoserie. Jetzt hätte ich doch beinahe fast hier meine Einleitung verpennt. Kommen wir wieder zu einer schönen Halbformatkamera, beziehungsweise zu das Vorgängermodell, was ich ja schon mal präsentiert habe. Wenn es euch interessiert, bleibt einfach dran. Ja, heute dabei die Ricoh AutoHarf ohne großartige Nummer. Ihr erinnert euch, ich glaube, ich habe die SL2 habe ich das letzte Mal dabei gehabt. Das ist jetzt also die erste. Und ja, was gibt es zu der Kamera zum sagen? Halbformat 35 mm. Und ja, ihr seht es ja schon, wie der Film eingespannt wird. Habe ich das jetzt abgehakt. Hier oben wird der ASA eingestellt. Und hier kann man noch zusätzlich die Blende einstellen. Entweder Automatik oder, jetzt muss ich gerade selber ins Licht schauen, 2,8, 5, 6, 11 oder 22. So schaut es aus. Gut, auf Automatik kann man sie lassen, wenn man hier einfach wunderschön Bilder machen will. Die Selenzellen sind noch gut. Wir wissen ja, 10 Jahre ungefähr, sagt man ja, Dauerbelichtung, würde die Selenzellen aufbrauchen. Aber durch das, dass die, behaupte ich jetzt einfach mal, immer wenn eine Kappe dabei ist, wird die auch, bleibt die auch zu, also sind sie relativ lichtgeschützt. Relativ. Gut, Offenblende habe ich schon gesagt gehabt. Ansonsten hier vorne ist noch ein kleines Einstellrad, wo man einstellen kann zwischen Porträt, Gruppe und Landschaft. Wie das jetzt genau von der Entfernung ist, muss ich es ehrlich gesagt passen. Und das wird auch im Sucher eingespiegelt. Also man sieht dann auch, welche Einstellung man hat. Ja, was gibt es noch zu der Kamera zu sagen? Hier wird sie aufgemacht. Habe ich ja vorhin gerade schon demonstriert. Einfach runterdrücken, dann geht sie auf. Und hier kann man locken, also Auslöser blockieren. Das ganze Gerät funktioniert mit einem Federwerk, das finde ich wahnsinnig interessant. Einfach, aber das geht halt nur, wenn der Film drin ist, aufziehen. Dann wird hier innen drin das Rädchen hier bewegt. Und dann kann man auslösen. Im Regelfall. So. Ja, ich habe den Winder jetzt ziemlich weit rausgedrückt, drum tut es jetzt wie blöd. Ansonsten gibt es eigentlich zu der Kamera nicht viel zum sagen. Ich glaube, vom Preis her wird die ungefähr so bei 40, 50 Euro gehandelt. Ich glaube, ich habe meine damals auf dem Flohmarkt für einen Zehner mit. Halbformat habe ich schon gesagt gehabt. Was gibt es noch? Selenzellen habe ich drin, Batterie. Achso, ja, wenn man den Film zurückspult, hier reindrücken und dann einfach zurückdrehen. Genau, das war es eigentlich auch noch. Hauen wir mal einen Film rein und dann sehen wir weiter. Ja, schönen guten Morgen. Oh, ich bin Hunzi. Wir waren jetzt gestern noch auf dem Geburtstag von Freundin von der Steffi. Ja, sind um 5 rum reingefahren Richtung Oberstaufen. In der Nähe, da wohnt sie. Da haben wir gesagt, okay, 5, ja so bis 9 höchstens und dann gehen wir wieder. Ja, es wurde dann doch 11. Ja. Dann, bis ich dann definitiv eingeschlafen bin und alles drum und dran, war es 1. Um 2 bin ich wach geworden, konnte nicht mehr schlafen. Und um 4 bin ich nochmal aufgewacht und konnte auch fast nicht mehr einschlafen. Ja, und um 7 natürlich wieder raus. Jo, naja, ist halt so. So, wir fahren ja heute nach München, habe ich ja gesagt. Und, oder habe ich es gesagt, weiß ich schon gar nicht mehr. Naja, auf jeden Fall fahren wir heute nach München, weil Steffi hat heute einen Diagnostiktermin. Was genau, geht euch ja nichts an, ist ja auch im Endeffekt wurscht. Kamera kommt auf jeden Fall mit. Dann ist mir gestern noch aufgefallen bei der Ricoh, ich wollte eigentlich ursprünglich einen Farbfilm nehmen. Jetzt geht der Belichtungsmesser bis maximal, ja, 200 der ASA, ISO. Und ASA oder ISO ist eigentlich egal. Und ja. Ich habe nur einen 400er Film da.
Jetzt muss ich doch auf einen 200er Schwarz-Weiß-Film zurückgreifen. Passt mir irgendwie nicht, aber ist halt so. Was will man machen? Gut. Jetzt kommt noch das nächste. Ich will das Video nicht unnötig in die Länge ziehen, aber das ist jetzt auch lästig, weil die gerade von der Bahn, die streiken gerade wieder oder haben es irgendwie beendet oder irgendwas, aber es kommt immer noch zu Zugausfällen. Jetzt schauen wir erstmal nach Immenstadt, ob hier überhaupt ein Zug fährt. Und weil wir ja den Termin haben, den wir schon seit fast 2 Monaten haben, und daraufhin nicht so schnell um. Ich bin noch total müde, ihr merkt es. Auf jeden Fall, den Termin können wir nicht so schnell absagen. Wenn alle Stricke reißen, darf ich jetzt nach München, das sind jetzt auch knapp 2 Stunden, mit dem Auto fahren. Lassen wir uns mal überraschen, ob der Zug fährt. Ihr bleibt auf jeden Fall dabei und wir sehen uns danach. Also heute ist irgendwie schon ein Pechtag. Bescheiden geschlafen, Zug fährt keiner, das heißt, ich muss mit dem Auto fahren oder wir müssen mit dem Auto fahren. So, und dann will ich jetzt gerade noch einen 200er Fomalhaut-Film holen. Gibt's den? Habe ich den daheim nicht mehr, so muss ich sagen. Jetzt muss ich erst beim Müllermarkt noch einen holen. Ich hoffe, dass die einen haben. Sonst wird es schwierig. Ja, lassen wir uns einfach mal überraschen. Ich muss sowieso noch einen Film abgeben. Ja gut, ich melde mich später. Jo, ausnahmsweise mal Glück gehabt. Film habe ich gekriegt. Fomalhaut 200. Jo, dann kann eigentlich die Reise langsam losgehen. Mir freut schon wahnsinnig jetzt bis nach München mit dem Auto, aber was will ich machen? Und jetzt schauen wir halt einfach mal. Tanken müssen wir vorher noch. Und das kriegen wir jetzt alles dann schon irgendwie hin, würde ich sagen. Jo, dann melde ich mich später wieder. Jo, in Großhadern angekommen und boah, das ist ja ein Riesenkomplex. Das ist ja echt der Hammer, da kann ich echt viele, viele, viele Fotos machen. Steffi macht vor mir wieder Faxen. Wie immer halt. Was stimmt nicht? Naja, gut. Okay, jetzt schauen wir mal, wo wir hin müssen. Das ist ja, wie gesagt, riesengroß. Und dann schauen wir einfach mal, was wir noch für Bilder machen. Wir haben ja Zeit, wir sind eh 2 Stunden oder 2 Stunden zu früh dran. Ist halt so. Na gut, dann sehen wir uns später. Jo, laut Counter habe ich jetzt schon 15 Bilder gemacht. Einfach mal so ein bisschen ins Blaue raus. Ich habe hier genug Bilder, die ich machen kann. 72 Stück. Gut. Termin soweit ist erledigt. Und jetzt gehen wir einfach noch ein bisschen unten München unsicher machen. Wahrscheinlich Pasing, haben wir gesagt gehabt, weil das sind die Arkaden. Da kann man vielleicht noch ein bisschen shoppen gehen. Lass uns einfach mal überraschen. Und natürlich Bilder machen. Jo, dann bis später.
Jo, jetzt haben wir noch eine Pause gemacht in Kaufbeuern. Oh, sind ja gerade vom, habt ihr gesehen, die Autobahneinstellungen, alles drum und dran. Jetzt noch schnell Burger King. Ich weiß nicht, mir schmeckt Burger King irgendwie besser als McDonald's. Aber ist ja auch egal. So, ungefähr 30 Bilder habe ich gemacht. Ich hätte eigentlich dazu keine Halbformatkamera mitnehmen müssen, aber ich wollte halt was Kleines, Handliches, Feines und habe gedacht, ich mache mehr Fotos. Macht ja nichts. Ich bin ja morgen jetzt zum Beispiel noch mal in Kempten. Steffi ist wieder beim Friseur. Graue Haare abdecken. Frauen halt. Und ja, da werde ich sicherlich auch noch einige Fotos machen, aber da melde ich mich einfach morgen wieder. Beziehungsweise vielleicht mache ich jetzt noch ein paar, ich sag mal, Fahraufnahmen und dann noch ja, melde ich mich einfach wieder zu Hause. Machen wir es so. Jo, einstweilen ist der nächste Tag. Gestern sind wir jetzt um, boah, was war's? Es ist 5:30 sind wir heimgekommen aus München. Ich war so groggy, ich war um 7 rum, habe ich mich hingelegt. Das war echt mir zu anstrengend. Oh, ja, ich habe dann auch nichts mehr aufgenommen und alles. Ja, und jetzt 35 Bilder habe ich schon gemacht. Also ich sag mal, ja, weniger als die Hälfte. Jetzt sind wir in Kempten, Steffi ist beim Friseur. Ja, oder wie ich immer sage, ich habe sie abgegeben in der Krabbelgruppe für Mädchen. Und ja, habe jetzt eine Stunde, eineinhalb habe ich Zeit. Und dann schauen wir einfach mal, was wir schöne Fotos machen. Zum Müllermarkt will ich noch. Und dann, ja, wir werden schon was entdecken. Also dann, weiter geht's. Jo, um die 50 Bilder habe ich jetzt schon gemacht, also allzu viel dürfte nicht mehr gehen. Bin ich auch nicht böse, wenn der Film langsam voll wird. Jetzt holen wir mal Steffi vom Friseur oder wie ich immer schön sage, Krabbelgruppe ab. Und ja, schauen wir mal, ob wir den Film noch voll kriegen. Auf jeden Fall muss ich nachher mal was essen und einen Kaffee trinken. Naja, schauen wir einfach mal weiter, schauen wir mal, was wir entdecken, so wie immer. Ja, aufgemerkte Zuschauer haben jetzt mitgekriegt, dass ich die Einleitung und im Endeffekt das Fazit jetzt hintereinander aufnehme. Macht ja nichts. Ja, Rico, Autohaus. Schöne Kamera, gefällt mir sehr gut. Ich finde die Kamera echt praktisch. Sie ist klein, sie ist handlich, die Bedienung ist einfach. Sie macht relativ gute Bilder. Am Anfang, die ersten 5-6 Bilder, da hatte ich ein paar Leitleaks drin. Das hat mir jetzt nicht so gefallen. Die habe ich jetzt auch wieder rausgeschnitten oder gar nicht erst präsentiert. Keine Ahnung, vielleicht war der Deckel einfach nicht richtig geschlossen. Mein Fehler. Naja, was soll man sagen? Ich kann mir gut vorstellen, dass ich so eine Kamera öfter mitnehme. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, im Urlaub bin oder weiter wegfahre oder sage, ich möchte jetzt nicht große Kamera mitnehmen oder etliche Filme verbrauchen. Da reicht es wunderbar.
Ich habe letztes Mal schon, ich sag mal so, eine leichte Diskussion gehabt, dass einer gemeint hat, einer meiner Follower, wir sind halt natürlich dieses Hochformat sehr schwer gewöhnt, weil bei uns ist im Regelfall in der Fotografie alles Querformat. Die Jugend von heute ist wahrscheinlich eher so, dass die sagen, ja, passt doch, Instagram, Facebook, wie auch immer, die haben alles so in komischem Hochformat. Es ist Gewohnheitssache. Aber es ist nicht schlimm in meinen Augen. Es ist einfach mal was anderes. Und wie gesagt, wenn man damit in den Urlaub fährt, ein Film, 36 Bilder, 72 Aufnahmen, 73, 74, je nachdem. Und so genau geht es ja komischerweise eh nie. Das passt hier. Da hat man eine kleine Kamera dabei, man hat wenig Film umeinander. Also von der Seite her, ich finde sowas praktisch. So war wahrscheinlich auch die Grundidee damals, dass man weniger Film hat. Weil Film war damals ja teuer. Obwohl der jetzt auch wieder teurer wird. Naja, was will man machen? Okay, dann hoffe ich mal, das Video hat euch gefallen. Daumen nach oben ist eh klar. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch gut Licht. Und bis nächste Woche. Ciao.